an der 1000-Freunde-Mauer. Mit Kia geht's immer nach oben, Freunde. Hallo Schalke, ich begrüße euch heute wieder zum Kia Autotalk mit der Fußballlegende, der Schalke-Legende Rüdiger Abi Abramczyk im schönen blauen Kia Sportage Sportline. Abi, 2-2 gegen Hamburg, Punkt. Zufrieden? Ja, zufrieden schon. Im Endeffekt haben wir leider das Spiel in der ersten Halbzeit ein bisschen verloren, weil wir haben zu schnell 2 Tore reingekriegt, ja. Peter. Das war normalerweise nicht notwendig. Ja, und wenn wir die beiden wahrscheinlich nicht reingekriegt hätten, wäre da wahrscheinlich noch mehr drin gewesen. Aber im Endeffekt, mit dem Punkt bin ich schon ganz zufrieden. Jetzt kommt der nächste Hochkaräter, Kaiserslautern. Auch, wenn man wie immer die Paarung so sieht, Schalke Hamburg, Schalke Kaiserslautern, eigentlich Erstliga, ne? Oder? Ja, natürlich, Erstliga, sind ja alles Erstliga-Vereine und Traditionsvereine, ja, ne? Und da muss man schon ein bisschen Gas gegengeben. Und gegen Kaiserslautern? Ja, Kaiserslautern wird schwierig. Ich glaube, die kommen, die haben so ein System in 3-5-2 System, ja. Und da müssen wir also schon gucken, dass wir da 2 gute Innenverteidiger haben. Letztes Mal mal. Sind im Sturm nicht zu unterschätzen? Nein, mit dem Ache heißt er, ja. Ja, genau. Also, ja. Das ist schon ein guter Junge, der kann schon kicken. Ja. Aber wie gesagt, ist eine stabile Mannschaft, die hat sich gut erholt. Ja. Aber wir müssen natürlich zusehen, dass wir 2 Innenverteidiger haben. Das können wir so nicht spielen wie in Hamburg. Also auch wenn ich das nicht gerne mache, dass ich eine Mannschaft auswechsle. Ja. Aber das ist nun mal so. Schallenbeck ist für mich nicht ein guter Innenverteidiger, sondern er könnte zwischen den beiden Innenverteidiger spielen. Ja. Das kann er. Ja. Das ist so wie Paul Seguin das gespielt hat, in 2 Spielen lang. Ja. Aber das würde ich dann schon ein bisschen verändern. Ja, ich sehe das so, Abi, Kaiserslautern wird nicht hier hinkommen, um die Punkte liegen zu lassen. Nein, also ich gehe mal davon aus, die haben auch ein paar Fans im Rücken, die morgen in der Arena sind. Und da wird mit Sicherheit ein klares Spiel. Ja, man wird sehen, wie Kaminski, der jetzt auf einem guten Wege ist, die letzten Spiele ganz gut gespielt hat, auch wieder seine Form hat. Ich hoffe es. Weil morgen muss man aufpassen, es wird wahrscheinlich auch so sein, dass sie viel auf Konter spielen, weil das doch 2 schnelle Spieler sind und da muss man sich richtig hinstellen und richtig schauen, dass von Anfang an wach sein. Und dass die ja nicht an einem vorbeilaufen. Ne? Was meinst du, ich meine, ich habe so das Gefühl, dass die Mannschaft sich so langsam findet, oder? Ja, das kann sein. Auf jeden Fall ist es so, dass wir nicht mehr so viel in der Abwehr so viel Probleme haben wie vorher. Und man wird mal absehen, man wird sehen, Peter, wie das Spiel anfängt. Und es ist schwer zu sagen, gewinnst du das Spiel oder nicht. Aber ich glaube, wenn wir das Spiel gewinnen würden, haben wir natürlich schon, einen Riesenschritt oben gemacht wieder. Ja. Und dann ist man ein bisschen ein Stück von unten weg. Und das wäre natürlich klasse. Ja, das wäre. Ja, im Hinblick auch auf die schweren Spiele, die uns noch erwarten. Wir haben noch einige geile Spiele. Und da musst du aufpassen, dass du da jetzt so viele Punkte wie möglich zu Hause machst. Und auswärts wird sowieso noch schwieriger. Ja, unbestritten. Ja, liebe Schalker, wir drücken unserer Mannschaft wie immer auf jeden Fall die Daumen und hoffen, dass wir die 3 Punkte in der Arena behalten. In dem Sinne, Glück auf! Glück auf!